Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir Magilos Managerie Nebenquests erledigt und jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg zu dieser komischen Höhle, die wir im letzten Part erstmal hier zum ersten Mal besucht haben. Die wir wahrscheinlich schon hätten viel früher besuchen können. Wir gehen jetzt mal da rein und gucken, was da drin noch so keucht und fleucht und töten alles, was da drin ist und ja, das ist üblich halt, ne? Hier sind übrigens noch Gegner, die waren nicht gesehen haben, nehme ich an, ne? Nur mal direkt hier hin. In der neue Gegner, hier sind neue Gegner, ne? Oh, dann wird der Part wahrscheinlich ein bisschen actionlastiger. Wenn man jemand anderen mit da. Und ja, ich tue nur die Mädels steuern. Warum denn nicht? Wenn ich schon auf einen Hinterteil die ganze Zeit gucken muss, dann auf ein schönes, ne? So, das ist, warte mal, die Viecher kennen wir doch aus dem Dingens hier, aus diesem Schneegebiet hier. Ich habe vergessen, wie das heißt. Warum sind die Level 68? Irgendwann am stark. Level 68, die sind ja stärker. Kann ich auch mal einmal stärker sein als meine Gegner? Ich dachte, ich habe schon wie blöd hier trainiert. Oh, boah. So, das vor allem abtanzen war der. Schlechte Zauberwahl, was soll's. Okay, sehr gut. Aber hier rein. What? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Um was ging es da gerade? Da muss ich mir noch mal angucken. Da habe ich noch nie gedacht, jetzt. Ich habe schon alle hier. Alle Sachen, die es hier gibt, in dem Spiel gesehen. Da kommt hier eine Victory Code, die ich noch nie gesehen habe. So, du kannst das Ding auch behalten. Gar nichts besseres habt ihr Viecher seid alle, nee, dich kenne ich aber noch nicht. Naja, cool. Pff. Einfach cool. Aber warum nicht? Also ich bin auch voll stark, ne? Aber warum nicht gegen Feuer anfällig sind, weil ich zurückdenken kann, sind irgendwie Zombies oder Ghule immer irgendwie gegen Feuer anfällig. Nur diese nicht, ne? Feuer, boom. Feuer? Boah. Gerade in der Luft, die könnt ihr da bitte schon abwehren, also. So nicht. Schlitz dich auf, Mann. Aber ja, wenn ich aufgezeichnet, dann kann man nach Hause gehen. Die zaubern runter. Und mit dem Angriff, also nichts Neues, werde ich ausgehend farmen. Muss ich ausgehend farmen, weil ich werde da ganz bestimmt jetzt nicht hier machen. So viele Nebenquests und also was zu erledigen. Boah, das ist natürlich wieder so riesig hier, das gibt. Beat. Oh. Wer wird es broken? Irgendwie schon, ne? Die anderen Charaktere sind zum Glück nicht so. Da hätte mich richtig gestört, so wie ein Tales of Berseria irgendwie. Wenn er nicht gerade irgendwie, weil ich amortisiert ist oder so, sind die Charaktere voll schwach. Da habe ich ganz schön gestört. Ich habe eine Seele, verdammt normal. Die anderen Charaktere sind ja auch richtig gut gebalanced, ja. Nicht so hat man
nur mit Velvet hier das Spiel durchspielen könnte. Kennt ihr hier meine Strategie mit Eisen, immer den hier, dann das hier, das ist auch ganz schön überpowert. Lapis Z. Ja, weil ich Barrieren sei Seelenbrecher hier, Ding, was hier in den Schaden halbiert, ist auch nicht gerade schwach. Rokurus Konter, Abwehrbrecher von Eleanor, Magilus Magieabsorbierung. Sobald man gegen Gegner kämpft, die nur Magie einsetzen, dann hat man schon gewonnen. Richtig geil, sieht man nur diese speziellen Zauber, die sie einsetzt. Warum kann sie kein Indignation lernen? Warum kommt Indignation nicht mehr so oft vor in den Tales of Spielen? Mein ernsthaft, war der erste Zauber, ich glaube die erste Attacke sogar, die man gesehen hat in den Tales of Serien, also Tales of Phantasia, also den ersten Tales of Spiel. In den letzten Spielen kommt halt nicht mehr so vor. Tales of Exilia 1 und 2. Tales of Graces F, da kam er letztes vor. Also nicht das letzte Spiel, das ich gespielt habe, aber so. Das letzte Spiel, das ich gespielt habe, glaube ich, wo Indignation vorkam, da war Tales of Symphonia, ne? Da kam dann auch noch vor. War der eine der Mystikarts von Genis, glaube ich. Ja. Oder? Ich glaube, das war ein normaler Zauber auch, ne? Ich weiß nicht, ist auch egal. So. Schwer zurückgelaufen hier. Fahren. Boah, wir haben so einen Dungeon hier, ehrlich. Ja, voll nervig. Ja, da müssen wir ja ein bisschen durch die Gegend eiern. Am Eingang, in der Nähe vom Eingang muss ich auch noch mal links, ne? Ja, da. Aber wahrscheinlich geht das hier so rum oder so. Mein Gott, wie groß ist denn das hier? Ja, egal. Wir haben ja nichts anderes zu tun, ne? Ist ja nicht so, als hättet ihr irgendwie was Wichtiges gerade zu tun, ne? Kann ja reich, wenn ihr meine Videos guckt. Also ja. Aber mal, was hier neu ist. In Ecke Nummer 1. 1. Gut. Täusch mich ja nicht, Spiel. So, ich weiß schon mal, dass ich da nicht lang gehen möchte, weil ich dann wieder zurück zu diesem einen Ort komme. Also ja, unten. So, da möchte ich nicht lang. Oh Gott, oh Gott. Na, warte mal hier. Halt. Wohl. Können da keine Sackgasse hier reinbauen, sonst könnte ich ja gar nicht mehr rauskommen. Ja, können die doch nicht machen. So, hier, ne? Ja. Oh, da bin ich irgendwo runtergefallen. Okay. Muss man echt hier so rumgehen? War ein Knobitz. Ja, das führt ja ganz herum. Okay, und die Viecher, die muss ich dann irgendwann mal ein paar Mal erledigen. Werde ich bekommen, was auch immer die hinterlassen. Die Schatzzone tue ich einfach nur wegen den Titeln, ja, öffnen. Irgendjemand hat doch bestimmt irgendwie so einen Titel. So, öffne 1 Million Schatztruhen oder irgendwie sowas. Und da ging es wieder runter, warte mal. Nee, okay. Na? Oh, Kräuter. Denk mal reinziehen, ne? Eleanor läuft einfach nur vorbei, tut die in ihre Nasenlöcher hier so einsaugen. Staubsauger. So, da möchte ich nicht lang. Irgendwo eine Truhe. Ich gerne noch finden. Mein Gott, ich hatte vorhin nur noch 200. Ich sehe jetzt auch schon wieder 300. Oh Gott, geh weg. Mein Gott, sind die schnell. Oh Gott. Gott. Ist hier nix? Hier ist nix. Ich war eine Stufe Rot Gegner oder irgendwie sowas. Ehrlich.
Wenn wir nicht antun, ey. Boah, viel sehen wir denn, ey. So viele Seelen, ey. Also irgendwie krank sind das nicht Seelen irgendwie von so Katztypen hier, von diesen Katzgeistern. Wie viel haben wir im Laufe der Zeit hier eingesammelt? Bestimmt schon so. Weil nicht 100.000 oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Aber wir haben ganz schön viele gesammelt. So mal zurück, das ist bestimmt rechts noch irgendwas, ne? Ganz schön morbid. Wo ist die Truhe? Mir fehlt eine Truhe. Wo ist die? Da ist die Truhe. Mein Gott, die ist voll da an der Ecke gewesen, ne? Kannst du unmöglich sehen, Mann. Könnt ihr mir das antun, Mann? Oh. Ja. Okay, wieder raus hier anscheinend. Das war der Zeitverschwendung. Das war eine verdammte Zeitverschwendung, Mann. Ich bin zum nächsten Gegner gegangen. Und mich gerade boom und schüttelte den. Muss müsste setzen mich gerade ein. Geil. Soll jetzt mit seinen Kollegen aus Versehen Mama nennen. Das ist mir mal passiert. Das war irgendwie komisch. Aber da war ich noch jünger, okay. Das nicht in Disneys große Pause irgendwie auch so eine Folge, die irgendwie sich darauf konzentriert hat. Da habe ich mich voll verstanden gefühlt, ey. Ich dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Das ist, wenn man sich irgendwie zu vertraut irgendwie mit jemanden versteht, oder? Hm. Ja, du kannst mich Mama nennen. Oh Gott, also irgendwie voll krank. Du kannst mich jederzeit Daddy nennen. Okay, da ist irgendwie ein sehr verdächtig aussehender Ort. Hier ist nichts. So, da oben links auf der Karte, das sieht so sehr verdächtig aus. Es könnte da ein Boss sein. Oh Gott. Hallo? Wir sind da nur Ghule. Wir sind ja nur Ghule, was? Oh, hi. Oh mein Gott. Haben die Katztypen hier gewohnt oder was? Ja, was ist ja passiert? Das scheint auch nichts zu sein. Elixier, sehr gut. Ja, ich wollte schon sagen, das ist eine Goldtruhe, ne? Funkel, das ist Papier. Oh. Neu. Ich habe noch nicht. Verwendungsfähigkeit. War besser als mein jetziger. So, dann haben wir ja auch alles erledigt. Geil. Stehe nicht, warum hier kein Boss ist oder so, aber egal. Wenn wir schon hier sind, dann gehen wir auch direkt da hinten zu dem Wald hin. Weil da müssen wir auch irgendwas machen für Steinbergen. Was müssen wir da mal machen? Keine Ahnung, aber wir müssen zu diesem blöden Wald auch irgendwo mal hingehen. Mal direkt mal dahin gehen, jetzt, wenn wir schon mal hier sind. Der Wallwald hieß der, ne? Ich weiß nicht mehr genau, warum wir dahin müssen, aber wir müssen dahin. Das ist das, was zählt. Ich da lang gehen, ne? Ja, ja. Oh, schalt mein Turbo ein von dem Besen. Wollte ich mal irgendwie so ein Gearboard freischalten, hat irgendwie mit 180 km/h durch die Gegend fährt. Und Chocobo. Wir nehmen Chocobo als Gearboard, geil, ne? Das ist überhaupt nicht hier so verdächtig. Eine Anspielung auf eine andere Spielserie, die hier nicht erwähnt werden darf. Ja. Mit der Musik, die ist auch nicht zufrieden, die ist ganz leise geworden. Hier kannst du das wieder angehen. Da muss doch irgendwas sein. Warum wird die Musik da so leise? Ist da irgendwie
Weil nicht, wenn ich da irgendwie stehe, irgendwie für ein paar Minuten, da seht da irgendwie was oder wie. So, jetzt kein Speicherpunkt mehr. Nee, das ist irgendwie schon so. Aber ich kann doch nicht hier durch, das ist ja ein Problem. Da kann ich jetzt hier durch, nee, ne? So, ja, irgendwas machen, ne? Warum kann ich immer noch nicht hier durch, Mann? Oh Gott. Oh Gott. Ja, Feuer getarnt mit der Umgebung. Alter. Okay, wir können immer noch nicht hier durch. Gut, nächste Quest. Jetzt mal ernsthaft, wie komme ich da hin? So, warte mal. Von da oben, oder? Das ist Seestraße. Oder danach eine Fernstraße. Von irgendwo muss ich da so hier so rumkommen, wahrscheinlich, ne? Egal, wir haben andere Quests, machen wir irgendwas davon. So, Titania. Kursklinge, nehmen wir den, ja. Wie komme ich nochmal da hin? Ich glaube, von Dingens hier war das irgendwie, ne? Wo ist dieser eine Turm Lothringen? So, ich muss mal kurz hier speichern. Das ist eigentlich meine Dings neu. Wollen wir mal. Gut. Gut doch. Ich bin nicht blöd, oder? Da ist der Turm hier von Tessis Hysteria, oder? Was ist das denn? Da ist ja einer von diesen Punkten hier geöffnet worden. Ja, nee, sollten wir doch auch irgendwie abchecken, oder? So, weil wir Zeit haben. Aber hier sind nicht irgendwie, die sind voll weit entfernt. Mal wie es hier aussieht. Die sah zwar vorher nicht so aus, ne? Mal. Ja, mal da rein. Machen den Dämon fertig und dann gehen wir nach Hause. Wenn wir da in dem Part schaffen, oder? So. Ach, hier ist kein. Seid ihr neue Gegner? Nee, ne? Hi. Mein Gott, waren die schwach. Man könnte ja meinen, irgendwie die werden irgendwie nur so Level 5 oder 6 oder irgendwie. Ups. Warum habe ich hier noch keinen von diesen Dingens gefunden? Gibt's doch nicht. Da steht aber überall, ne? Wo wir so ein Ding haben. Muss ich auch immer alles abchecken irgendwann. Wenn wir schon hier sind. Würge weg. So, sehe noch einsammeln. Joink, 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 joink. Jetzt erinnere ich mich hier so langsam durch die Gegend bewege. Hallo, ich muss das Ding noch finden. Halt nicht hier. Oh, ich dachte, ich hätte es ja praktischerweise geschafft. Ja, geh weg. Was wollten ihr? Ja, wo bin ich? Ah, ja, ja. Was? Ich bin seit 14. Geht weg. Ihr macht mir Schaden. Mein Kochlevel erreicht 15. Okay, oben.
oben ist auch nichts, ne? So, hier sind wir schon mal umsonst. Woanders hier? Nein, verdammt. Wo ist gar nicht? Glaube ich gar nicht so schlecht. Okay, ja, der ist glaube ich gut gewesen, ja. Hier sind schon wieder gespawnt. Mal wieder einsammeln. So, 10 Minuten noch, dann will ich ja wohl das Blöfchen noch finden. Diesen verdammten Mana Baum oder was auch immer. Will ich auch noch hier finden. Goldruhe. Bin weg. Bloß keine gefährlichen Begegnungen, sind die wieder stärker als ich. Ich schätze, tun nicht mehr aufscalen. Was soll das denn? Are you for real? Okay. So, jetzt aber, ne? Komm. Ich muss mich die ganze Zeit an der Nase jucken, ne? Ekelhaft. So. Nicht, wo ich hier lang laufe, aber man wäre ich ja schon da oben. Ich hätte auf Karte gucken können. Egal. Ja, schon irgendwann drüber stolpern. Ich muss ja erstmal dieses komische Ding hier finden, damit ich mein Geobot aktivieren kann. Boah. Warte mal, das ist eine Sackgasse. Yeah, boy. Da kann man da runter. Nein. Nein. Wieder zurück. Aber ja, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Nein, ja. Okay. Gut. Ich habe mir jede Ecke abgesucht. Geil, ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwo durch die Gegend laufe, dann müsste ich irgendwann, was ich für... Oh, geil. Was ich finde, was ich suche, finde. Oh, bestimmte Trophäe, ich irgendwie alle Geobot-Dinger ja finde, ne? Ein Kostüm oder eine ultimative Waffe oder irgendwie so was. So, jetzt noch das Viech finden, kaputt hauen in 7 Minuten und dann mal Feierabend machen. Ne? Geil, oder? Okay. Da ist er, ne? Hey. Wo ist das Viech? Östliches Meerestor. Was? Westliches, wo ist das Dingens? Östliche? Westliches? Rechts vielleicht. Ich soll vielleicht mal versuchen, nach rechts zu gehen. Da, ne? Jo. So. Ich war aus dem Weg. Warum kriege ich hier von keiner Erfahrungspunkte, ehrlich? Auch wenn es nur 1, 2 oder so sind. Ich spiele halt noch mal, wo man durchs Laufen Erfahrungspunkte kriegt. Kingdom Hearts. Das ist irgendwie eine Ability, womit man irgendwie durch jeden Schritt irgendwie einen Erfahrungspunkt bekommt. Birth by Sleep, glaube ich. Oder ich glaube ab Birth by Sleep war das. Keine Ahnung, ist jedenfalls der Boss immer mal jetzt kalt. Ist bestimmt auch, wenn wir auf Level 25 oder so kriegen, ne? So, hi, was geht? Komm, Roku, ich bin kalt. Kaspariga Hakshaku, Obusata aus Theorimasta. Wobei war Rokuroka. Sagare. Yoga Yondan war Kisamanado de Wanai. Yora Gitta Gero. Sigure Langista. お待ちください。しぐれの討伐は俺が受けたまわったはず。できもせぬことを吠えるな。手も足も出ず返り討ちに。
屋敷のものを食らった伯爵、あなたは人があれほどうまいものと貴様ら大魔士どもも平らげて新たな我が王国餌場を築こうぞ。どうやら誘拐されたのはこやつの心のようじゃのう。シュメだ六郎、そこに直れ。 兄弟揃って我が剣の錆となれることを感謝するがいい。交渉は無駄だな。待ってくれ六郎。断るぜ伯爵。肉が食いたいなら食わせてやらんこともないが、あんたごときに斬られたら乱月流の名折れだ。剣を向けるなら足りない主君でも容赦しないぜ。俺もしぐれもな。 Lancelot. Schwäche Wasser. Konter. Nee, ich wollte meine Musik gerade einsetzen, verdammt. Aber ich habe keine Dinge. Jetzt kommt meine nicht gerade. Oh. Ich bin der Koch hier von unserer Kuh. Hallo. Immer mein riesiges Küchenmesser am Rücken an. Ja, Reflex einer toten Katze. Hey, wer zum Teufel? Ich habe seine zweite Mystik immer noch nicht gesehen übrigens. Was hat er denn da gemacht? Das sah sehr komisch aus. Da war dieser Einlage, wie ich weiß, aber das sah sehr komisch aus. Konter. Machst du jetzt? Naja. Eigentlich ist das Spiel nicht so schwer, ne? Kann das sein? Ich kann mich jetzt sehr schlecht daran erinnern, jemals irgendwie Probleme gehabt zu haben in dem Spiel. Nehmen. Hallo, stehe hier. Ah. Ja, ich habe keine Seele mehr. Ehrlich, du wirst du geschnitzelt. Was machst du da, Magilu? Ich bin noch nicht. Ja. Hi, tschüss. Boom. Ma. Du bist leicht tot. Und ja, okay. Wird gleich wechseln, aber was soll's, mach mal so. Boom. Zerquetscht. Und ein paar Sachen gelernt. Gut, Feuerangriffskraft plus 9% ausgezeichnet. Waffenfähiges Azerit 7. Was soll ein Tag, die insgesamt. Diese Dinger, mit denen kann ich nicht viel anfangen. ちょっとはあったんだ。まったく恐ろしいやつじゃ。恩を重んじるとかよく言うわい。別におかしくはないだろう。
人間の俺だ。ゴーマの俺には関係ない。そういう問題？おお、お前のはゴーマになってからの恩だから、ちゃんと返すぞ。真面目に聞かないでおくわ。六郎は伯爵がシグレ様を切ると言ったのが許せなかったのですか。さてな、ただ蘭月の剣を舐めたやつは切る。 Ich wollte ihn einfach nur selber töten. Aber warte mal, das habe ich doch schon. Oh, ja, fertig. Und dann kann ich hier raus und dann den Part beenden und dann. Wir sagen ja, ihr könnt ja abonnieren, Likes hinterlassen und so und was weiß ich, das Zeug, womit ich mich nicht auskenne. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria, wo wir, weiß ich noch nicht, was machen werden. Tschüss!